Also, wir haben heute sehr viel Information hier bekommen. Auch mal wieder sehr viel gute Information, wie ich finde. Also, so empfinde ich die persönlich. Aber ich möchte trotzdem noch mal abschließend dazu sagen, für mich bleibt es dabei, links und rechts sind zwei Flügel eines kranken Systems. Unser System ist krank. Unser System hier, dieser ganze Reichtum, den wir haben, dieser ganze Luxus, den wir haben, den gibt es nur, weil es auf der anderen Seite der Erde Mord und Totschlag gibt, weil dort Menschen ausgebeutet werden, weil dort Menschen kein Trinken, wie wir haben, das hier sogar in unser Klo fließt, so wie irgendwie Honig aus irgendwelchen Flüssen. So. Also es basiert alles auf Ungerechtigkeit, was wir haben. Und das tolerieren wir. Und deswegen ist es für mich auch falsch zu sagen, jetzt sind nur die USA die Bösen und wir sehen irgendwo anders die tolle Ideologie und die andere Alternative, weil Faschismus und Kapitalismus sind beschissen, muss ich ehrlich persönlich sagen, habe ich herausgefunden jetzt in meinem Leben. Aber Sozialismus und Kommunismus haben auch verdammt viele Tote gefordert, haben in den Kriegen auch sehr viele Menschen getötet. Das darf man nicht vergessen. Bei all dem, was man an dem Faschismus und dem Kapitalismus kritisiert. Absolut richtig. Sozialismus und Kommunismus irgendwo in sein Denken irgendwie als die Alternative jetzt und die Lösung anzupreisen, kann ich selber nicht hinnehmen. Tut mir leid. Es sind für mich, bleiben Ideologien Idiotien. Weil Ideologien die Ideen des Einzelnen nicht berücksichtigen. Meiner Meinung nach, für mich persönlich ist es Subsidiaritätsprinzip. Das heißt, wir gehen in kleinen Gemeinschaften wieder dezentral zurück in die Natur und leben unsere eigenen Alternativen. Weil wir haben alle Menschen, alle andere Ideen und wir haben alle andere Ideen, die wir verwirklichen können. Und das ist möglich in dieser Natur. Sie macht es für uns alle möglich. Und folgt nicht irgendeinem. Das ist irgendwie in uns drin, uns Menschen, dass wir immer gerne einem hören, zuhören, der es so toll formulieren kann. Dem laufen dann alle hinterher, so weit bis leider 6 Millionen Menschen irgendwo in Öfen landen. Oder bis irgendwo die NATO überall Menschen fordert. Bis irgendwo kommunistische Kriege in Asien auch Millionen Menschen fordern. Warum laufen wir denn immer Menschen hinterher? Hier und nicht unseren eigenen Ideen und Idealen. Wir lieben, wir wollen doch nur lieben. Meint ihr, wir sind unglücklich am Ende unseres Lebens, weil wir nicht Pokémon Go gespielt haben, weil wir nicht irgendwie das neueste Telefon haben? Nein, wir werden unglücklich sein, wenn wir nicht Liebe gelebt haben, wenn wir nicht mit dieser Natur im Einklang gelebt haben und wenn wir sehen, wie viel unser Leben zerstört hat und dass unsere Kinder irgendwie nicht glücklich geworden sind bei all dem, was sie tragen an Marken und was sie haben. Ihre Handys, wo sie nicht hinterfragen, dass dafür Menschen in irgendwelchen Minen in Asien sterben, weil das auch KZs sind irgendwo da in Asien. Und das sollten wir hinterfragen. Wir wissen, wo unsere Konsumprodukte herkommen. Wir wissen es. Wir können es nicht mehr leugnen. Lasst uns doch unser Leben ändern, wieder in die Natur gehen und das macht viel mehr Spaß. Ich lebe mit einer Gemeinschaft in der Natur autark und selbstversorgend. Immer mehr. Wisst ihr, wie viel Spaß das macht? Bei uns sind Leute, die haben Projekte, die aus Kräutern geniale Mittel machen, wie aus Beinwellen, Knochenprodukte, die viel besser helfen. Es gibt viele Alternativen zu Antibiotika. Wir stellen unser Geschirrspülmittel selber her. Da muss man sich nicht Chemie auf seine Teller und auf seine Gabeln sprühen in diesen komischen Geschirrspüler. Man kann alles selbst herstellen. Autarkie. Wir werden von Kindern auf dahin zu erzogen, dass wir hier abhängig sind von diesem Staat, dass wir abhängig sind von Banken, abhängig von der Wirtschaft, abhängig von Strom, abhängig von irgendwelchen Handys, von irgendwelchen Computern. Wisst ihr, wie viel Spaß das macht, wenn man das alles mal hinter sich lässt und zu den Menschen und zu der Natur findet und dann merkt, wenn man an so einem Lagerfeuer sitzt und einfach nur eine Gitarre irgendwo ist, kreativ alle Menschen sind, alle etwas schöpfen und erschaffen und nicht nur das von anderen Erschaffene ständig auf irgendeinem Bildschirm nachvollziehen. Wir können das alles selber, wir haben so viele Talente in uns, lasst euch die nicht kaputt machen, nur weil euch in der Schule einer erzählt, ihr müsst hier Geld verdienen und irgendeinen Beruf haben, der gar nicht eure Berufung ist, sondern nur irgendeine Arbeit. Wir werden Glückseligkeit finden, dafür ist dieser Planet hier. Wir sind als Menschen geboren. Es ist schwer, hier Mensch zu bleiben, bei all dem, was hier erzogen wird, an uns rumgezogen wird, von Linken, von Rechten, von all diesen Menschen so. Aber ich glaube, tief in uns drin wissen, fühlen wir, was richtig ist. Das fühlen wir dann in dem Moment, wo wir sehen, wenn all die Natur kaputt geht so. Und also hört nicht immer den Menschen zu, hört auf eure eigenen Ideen und spürt mal in euch rein. Wollt ihr Feindbilder, wollt ihr das alles immer noch? Nein, ich glaube, das wollen wir alle nicht mehr. Ich glaube, wir möchten nur, dass unsere Kinder hier glücklich ein Leben führen können. Diese 60, 70, 80, 90, vielleicht sogar 100 Jahre, mehr wollen wir doch nicht. Das wollen wir niemand anders nehmen. Und wenn unser Konsumprodukt das anderen Menschen nicht möglich macht, dann ist es leider falsch. Dann kaufe ich es nicht. Tut mir leid. Danke.